Super. Das hat mir sogar den Crucius-Flug besorgt. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Professor Garlicks Aufgabe, Flussgras. Beschaffe alle drei Kampfpflanzen und nutze sie zeitgleich. Oh, weil das kannst du ja vergessen. Bombarda. Die Recall mit dem Schnacks. Oh, Besenprüfung, das kannst du echt vergessen. Dann spreche ich mit Diek. So, wo haben wir denn hier geheime Räume? Raum der Wünsche. Diek möchte Ihnen von einer Idee erzählen. Dann schieß mal los, mein junger Freund. Ich will aber Doggy haben. Hallo, Diek. Du wolltest mich sprechen? In der Tat. Diek dachte, Sie möchten vielleicht lernen, wie man ein Zuchtgehege baut, um Tierwesen zu züchten. Das klingt nach einer guten Idee. Rettung und Zucht. Die Brille so hässlich. Gehen Hand in Hand. Junge Tierwesen sind besonders durch Wilderer gefährdet. Wenn wir die Tierwesen hier im Raum züchten, können wir die Jungtiere gut beschützen. Ich verstehe. Was muss ich tun? Bringen Sie zunächst ein Pärchen Tierwesen in den Raum. Männchen und Weibchen. Diek schlägt vor, Testrale zu retten, da sie stark gefährdet sind. Es sind edle Geschöpfe, aber ihre Beziehung zum Tod beschert ihnen einen schlechten Ruf. Wilderer jagen sie wegen ihrer Schweifhaare. Ich habe schon Testrale gesehen. Aber wie finde ich ein paar in der Nähe? Diek hat in der Nähe des Schlossgeländes einige wilde Testrale gesehen. Dann müssen Sie bei Wälzer und Schriftrollen eine Zauberanweisung für das Gehege kaufen und die benötigten Materialien sammeln. Wenn Sie die Testrale und die Zauberanweisung haben, sprechen Sie mit Diek. Na gut, aber ich würde tatsächlich ganz gerne vorher nochmal... Webstuhl... So, Verbesserung. So, dann habe ich eigentlich alles geupgradet. Ich will mal gucken, ob ich hier noch mit den Tränken irgendwas machen kann. Werkzeugplätze sind voll. Was haben wir hier? Erdnusstrank. So. Mega Powertrank, von denen kann man nie genug haben. Zwanzig.
22. 23, 24 sogar. So. Super, dann ernte ich mal meine ganzen Pflanzen. So, sieht schon mal ganz gut aus. Ja, hier ist meine Anbaustation, würde ich sagen. Hier Tränke, also Trankbrauen. Und ich weiß halt nicht, ob wir uns noch um die Tiere kümmern sollen. Ja, ist ja gut. Ups. So. Ach ja, diese Knuddelmuffs. So, du kriegst was zu futtern. Dann kriegst du auch gleich was zu futtern. Ich glaube, wenn du hier richtig schöne Tiere hast. Ja, komm, ess was. So, und du kriegst jetzt noch eine Maniküre. Wunderbar. Könnte ich den ganzen Tag... Könnte ich hier den ganzen Tag verbringen. So, kriegst du was zu futtern, hm? Kleiner Justin. War ein Spaß, okay. Ist aber goldig tatsächlich, ein schönes... Ich habe das Zauberbuch von Salazar Slytherin studiert. Triff mich in der Krypta. Ich habe etwas gefunden. Ja, brauche ich jetzt nicht. So, wir müssen uns um die Tiere kümmern und dann produzieren die Sachen, die wir... abgrasen können. Arresto, Moment. Ups. So. Ist tatsächlich schick hier. Das braucht noch 24 Minuten. Aber Federn habe ich eigentlich. Das ist soweit ganz gut. Ja, sieht ein bisschen leer aus. Aber das kriegen wir hin. Mal gucken, was wir hier oben haben. Hier habe ich die etwas größeren Tiere. Ich meine, von denen hätte ich ein paar gefunden.
So, gibt jetzt erstmal was zu futtern. Ups, mein Fehler. So. So, du auch. Super. Ach ja, Hypogreif. Finde ich gut, dass der Draco den angegriffen hat. Andersrum, dass der Hypogreif den Draco angegriffen hat. Draco Malfoy. Eigentlich ein Arschloch, aber ich glaube, im letzten Film war der gar nicht so ein Arsch. Feuer und Sünde. Triff dich mit Poppy Swaggetim. Machen wir mal diese Bestienreihe weiter. Krötenwarzen, wo kriege ich die denn her? Ah, die bewegenden Bilder. So. Ja, so ein bisschen finde ich Harry Potter ja schon ganz interessant. In welcher Krypta? Naja, fahren wir mal da lang. Sollte gehen. Rivelio. Aufgemacht. Nee, dazu fehlt mir der Schlüssel. Ach, Ladebildschirm. Schon aber relativ kurz, muss ich sagen. Willkommen zurück, Justin. Hast ja gar nicht gesagt, dass du Dingsbums AFK gegangen bist. So. Ja, keine Ahnung. Ich brauche noch jemanden, der mir ein paar Pokémon tauscht. Ein paar Viecher fehlen mir noch. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich Du glaubst nie, was ich erfahren habe. Ja, was hast du denn in dem Zauberbuch aus dem Skriptorium entdeckt? Das Zauberbuch von Salazar Slytherin war schwierig zu interpretieren, aber faszinierend. Er hat den Unterricht in schwarze Magie in Hogwarts gefördert. Weder der Imperiusfluch noch der Todesfluch waren damals unverzeihlich. Die Schüler sollten, wenn nötig, darauf vorbereitet sein, schwarze Magie zu benutzen und sie nicht fürchten. Darum mussten wir Crucio einsetzen, um ins Skriptorium zu gelangen. Er wollte nicht, dass sein Wissen zu jemandem gelangt, der Angst vor schwarzer Magie hat. Ich sehe so hässlich aus. Es war nicht leicht, aber Crucio war unsere einzige Option. Ich bin froh darüber, denn in dem Zauberbuch war noch etwas. Hinweise auf ein verlorenes Relikt, das offenbar dem Besitzer die Macht gewährt, Flüche der schwarzen Magie umzukehren.
Und du glaubst, dieses Relikt könnte Anne retten? Ganz genau. Das könnte natürlich sein. Ich will nach dem Relikt suchen. Aber wir sollten es keinem erzählen. Vor allem nicht Ominous. Er würde es nicht verstehen. Es gibt keinen Grund, Ominous mit einzubeziehen. Da bin ich froh. Wenn ich mehr weiß, schicke ich eine Eule. Und mach dir keine Sorgen um Ominous. Das jetzt für uns zu behalten, ist zu seinem Besten. Ich entscheide, was zu meinem Besten ist. Ominous, wir wollten gerade frische Luft schnappen. Kommst du mit? Sebastian, du Lügner! Ich habe alles gehört. Du hast geschworen, nie wieder etwas mit schwarzer Magie zu tun zu haben. Nein, ich sagte nur, ich verstehe, dass du das willst. Ich gebe die Suche nach einem Heilmittel für Anne nie auf. Du kannst einfach nicht aufhören, was? Ich weiß, wann ich nicht aufhören soll. Lass es, Ominous. Ich muss jetzt los. Ich werde nicht aufgeben. Ominous, Sebastian meint es gut. Ich weiß, was ich gehört habe. Du wusstest, dass ich dagegen wäre. Die Suche nach diesem Relikt ist keine gute Idee. Sebastian weiß es nicht einmal, aber er ist genauso unverantwortlich und leichtsinnig wie seine Eltern damals. Deshalb sind sie gestorben. Ich weiß, dass seine Eltern tot sind, aber was ist passiert? Mr. und Mrs. Sallow waren Professoren. Warum hat der so komische Augen? Sie verbrachten viel Zeit in der Kellerbibliothek. Immer die Nase in den Büchern. Anne und Sebastian waren oben, als es passierte. Sie hörten ein Krachen und rannten die Treppe runter. Doch es war zu spät. Ihre Eltern lagen auf dem Boden. Durch einen Defekt der Lampe im Keller füllte sich der Raum mit einem nicht nachweisbaren Gift. Sebastian und Anne waren hilflos. Sie konnten noch nicht nachweisbarem zaubern. Gift. Eine schreckliche Geschichte. Ja, genau darum kann ich Sebastians Leichtsinn nicht nachvollziehen. Ich habe Anne im Grunde verloren. Ihn will ich nicht auch noch verlieren. Bitte, meide alles, was mit diesem Zauberbuch zu tun hat. Einige Stellen aus dem Buch, die Sebastian erwähnt hat, machen mir Sorgen. Ich bin froh, dass du das verstehst. Ich hoffe, Sebastian lässt die Sache sein. Aber wenn du was anderes mitkriegst, sag's mir bitte. Ich würde mich freuen. Okay, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht, was da gerade passiert. So, und nu? Achso, ja, ich muss auf eine Eule warten. So, dann haben wir den Auftrag schon mal fertig gemacht. Was können wir denn als nächstes machen? Hauptaufgabe, Freude und Sünde. Fange einen Dickrohr mit dem Schnappsack. Fange eine riesige lila Kröte mit dem Schnappsack. Könnte ich mal probieren, weil ich glaube, Kröten brauche ich eh zur Verbesserung. Wenn ich da nicht hin... Oh. Gut, wir könnten da hinfliegen. Zu sehen. Ach ja, die Gute. Die hat immer so einen lockeren Spruch auf Lager. Geht das eigentlich? Ja. So, dann geben wir mal Basen Nitro. Warte mal, ich will hier dann doch mal ganz normal
langlaufen. Ist eigentlich interessant, dass diese Crucio-Fluche immer so unverzeiht. Das sollte ich untersuchen. Rebellion. Oh nein. Ups. Rebellion. Oh, komm schon. Und nu? Aha. Lumos. Rebellion. Ja, das sind sozusagen diese Toten, die wieder auferstehen. Die kann man nur besiegen, indem man sie in Brand steckt. Das war's? Boah, komm schon. Aber die unverzeihlichen Flüche sind, glaube ich, echt brutal. Ich glaube, da könnte es richtig interessant werden, die zu benutzen. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ob ich das wirklich will. Fange ein. Die sahen auch schon mal besser aus. Jetzt ist klar, wer zu Hause bleibt und den Ofen. Vielleicht hören. Diese Kraft, dass du fließt. Sag mal, was findest du an Hogwarts Legacy interessant? Also generell so diese Vielfalt. Nicht auf die negative Sichtweise, sondern die positive, weshalb es ein Spiel ist, was mir gefällt. Es hält sich so in Grenzen. Also es ist, auf der einen Seite finde ich es halt ganz gut, wie gesagt, der Raum der Wünsche, dass man die Tiere züchten kann und pflegen und abtransportieren, dann looten. Auf der anderen Seite die Geschichten. Ich fand die Filme in Ordnung, aber hier geht man näher ins Detail. Zum Beispiel, nach unserem kleinen Besuch braucht Lore Hogsfield neue Ware. Crucius. Jetzt! Jetzt hab ich das Vertrauen! Wie geht's? Wo bist du jetzt? Excalibur! Vertrinken! Das war noch gar nichts!
Au. Oh, komm schon! Die Steuerung auf dem Controller finde ich ein bisschen übertrieben. Aber okay. Ja, man findet halt hier im Spiel so ein paar Einsichten, wie zum Beispiel das mit Slytherin, was du in dem Film halt nicht hast. Was mir persönlich sehr gut gefällt. Also was ich halt interessant finde. Aber so extrem feiere ich das Spiel tatsächlich jetzt auch nicht. Confringo! Expelliarmus! Confringo! Revelio! Impulso! Vignoso! Accio! Einfach aus dem Aspekt, ja, das reißt mich jetzt nicht so viel. Arresto Momento. Stell dich doch nicht so an. Oh, komm schon. Arresto Momento. Jetzt ist alles gut. Und ja, ich meine, durch die Lüfte fliegen hat was, finde ich. Also mir gefällt die Optik ganz gut. Es ist einfach wunderschön, so im grafischen Stil wunderschön und ja. Ich bin jetzt nicht so der Hardcore-Harry Potter-Fan, aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Nee, das ist ein Hippogreif. So eine Art Adler und Pferd. Ich glaube... zweiten Teil war das, ich weiß, nee, im zweiten Teil nicht, im dritten Teil glaube ich. War das, kam das auch vor. Moment. So,
zerschlitze einen Dingsbums. Warte mal, zerschlitzen. Dann würde ich den hier dahin stecken und den da runter. Au. Woher kommen die alle her? Au. Was ist das denn jetzt schon wieder? Sekunde. Also die Kröten hier sind echt ein bisschen übertrieben. Also von daher. Fluch ist tatsächlich nicht so geil. Sekunde. Nee, alles gut. Es war kein Rage Quit. Mein Mitbewohner hat sich ausgesperrt und versucht jetzt irgendwie die Türen und den ganzen Kram bei sich selbst einzubrechen. Und ja, das kriegt er halt nicht hin. Ja.
Sag mal, ich will zwar jetzt nichts sagen, aber die Kröten sind ein bisschen übertrieben. Warum kommen da so viele? Entweder sind die nicht mehr mein Kaliber. Obwohl, ich muss auch vor diesen Ratten welche besiegen. Das war eine Menge. Zerschlitze eine baumelnde Sumpfkratler. Ja, komm, drauf geschissen. Tierwesenunterricht am Tag besuchen. Machen wir das doch mal. Also das mit den verschiedenen Zaubern macht mich komplett wirr. Revelio. Weil ich da diesbezüglich einfach immer so ein bisschen verwirrt bin im Eifer des Gefechts. Also ich glaube, das Spiel kann schon richtig komplex sein. Vielleicht ein bisschen zu viel. So, ist aber groß, Hogwarts, tatsächlich. Ich meine, klar, es ist eine riesige magische Schule. So, dann wollen wir mal den Tierwesenunterricht besuchen. Hallo Homora. Ja, ich kann Schlösser knacken. Cool. Komm schon. Dieser Troll.
So. Ja, wir kriegen meistens nur Ausrüstung, die sowieso schwächer ist. Okay, lass uns mal ganz kurz überlegen. Die Spinne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die Spinne ist 9. So, 9 plus 12 sind 21. Das bedeutet, oben müsste dann diese komische Eule hin als 1. Dann haben wir 9. Das Einhorn ist die 2 und dieses komische Tentakelvieh ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warte mal, nee, 0, 1, 2, 8, 9. Warte mal, wenn das jetzt die 0 ist, dann ist oben, aber, hä? 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, das sind 9. Das muss ein 9 sein. Also würde ich hier sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 1. Also muss das noch... Das doppelte Fragezeichen muss dann also das Einhorn sein. Und das erste ist dann 12 minus 22 minus 12 sind 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2. Das bedeutet hier diese komische Ziege. Das hier. Und das erste müsste dann dieses Einhorn sein, hatte ich gesagt, ne? Rivelio. Haha. Richtig geraten. Finite. Okay, das ist cool. Steinert. Okay, das ist lustig. Ein Ölgemälde, das eine wunderschöne Gorgone und ihrem Verehrer zeigt, der Weise die Augen abwendet, während er sich beugt. Um ihre Hand zu küssen. Es heißt, dass der Künstler dieses Werkes bei der Übergabe versehentlich auf sein Motiv starrte und jetzt für immer als Skulptur in einem Garten in Griechenland steht. Ah, Versteinerung. Nicht identifiziertes Outfit. Revelio. Oh, ein schönes Gimmick. Oben ist noch eine flatternde Buchseite. Aber wenn das abgeschlossen war. Lumos. Troll ist also noch ein... Jetzt müssen wir hier die Motte suchen. Rivelio. Lumos. Komm, kleine Motte. Komm mit. Also an sich, die Puzzleteile sind hier echt schön. Sag es mir, flüstere es mir ins Ohr. Ich werde mich nicht ärgern. Wie könnte ich bei dir das Gesicht verziehen, wenn nicht aus purer Freude? Diese Geister. Ach hier. Entschuldigung.
Okay. Rätselraum. Oh mein. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin dafür. Revelio. Aber ich denke mal, wenn wir das gemeinsam machen, dann packen wir das. Überall hin muss. Ah, das sind diese Schieberätsel. Ich habe die als Kind echt gemocht. Ach hier. Was war das jetzt? Ah, da werden die neu ange... Ah, nee, da werden sie resettet, oder? Okay, verstehe. So, lass mich mal kurz überlegen. Okay. Das bedeutet... Au. Jetzt habe ich mich... Ups. Habe ich wohl mich selbst platt gemacht. Nur weil ich den falschen...
So. Tja. Kann ich dir nicht helfen. So, also ihr könnt gerne miträtseln, wenn ihr wollt. Dankeschön. Warte mal, wenn ich das hier... Das ist also jetzt komplett. Also ich kann die zusammenstecken. Nö, wir schauen lieber, wie du verzweifelst. Du weißt es doch selbst nicht, du Lappen. Bin ich mir ziemlich sicher. Blub. Das weißt du doch selbst nicht. Hier brauche ich 3 nach oben. Das würde ich tatsächlich einmalig hinkriegen. Dahin ziehen, dahin, dahin und dann dorthin. So, das sind jetzt 3. Stück dahin kriegen. Ja, das war ein Fehler. Obwohl... Ich brauche diesen zweiten, aber wie kriege ich den denn zusammen? Ich habe da aber nie, ich habe da eine Idee. Dahin. Dann dahin. Hin und jetzt gezogen. Super. Das ist schon mal gut. Aufpassen, dass ich mich selbst nicht... Genau, das ist... Das sieht gut aus. Da auch komme ich schon mal.
Da hinten brauche ich auch nur zwei. Das bedeutet, den muss ich jetzt hierher ziehen. Ach hier. So, dann muss ich den aber nach hinten ballern. Fuck. Och nö. Haha, das hat sogar geklappt. Ich fasse es nicht. So, zwei von drei Truhen habe ich gekriegt. Ach ja. Das ist ja interessant. Ach hier. So, jetzt muss ich mal was gucken. Da drüben brauche ich den dritten. Wie mache ich das am besten? Hier oben, hier bin ich, mit dem da oben bin ich überfragt. Bei aller Liebe. Dürfen sich nicht berühren, sonst habe ich ein Problem. Hier. Hab ich's? Lol. Lol, ich hab's geschafft. Er war schwach. Naja, wir haben gelöst, okay. Wir haben ihn zwar gelöst, aber... Sammlung. Mittelgroße, grob... Ah, ich krieg jetzt hier so Sammelobjekte für den Raum der Wünsche. Finde ich okay. Ah,
Schloss Stufe 2. Revelio. Ups. Ich weiß gar nicht, wie man diese Schlüssel fängt. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Das ist ein cooler Brunnen. Hat was. Ja, Spaß. Habe ich mich so verlaufen? Ja, also. Ich kenne ja jemanden, zu dem das passt. Ah, es ist nachts. So, Tierwesenunterricht am Tag besucht. Da hätte ich mich auch hin teleporten können. Ups. Warte mal, Karte und dann R3. Ausgezeichnete Arbeit heute. Sie können gehen. Was zum Geier? Ich bin kein großer Fan. Sie sind wohl bereit für Ihren neuen... Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Ich bin bereit, Bombarda zu lernen. Gut. Ich muss Sie allerdings vorwarnen. Diesen Zauber sollte man nur aus gutem Grund wirken. Oh, ich spamme ihn überall, wo ich sehe. Der Zauber kann andere verletzen, wie Ihnen sicher einleuchtet. Der eine Pedoblick. Bitte Vorsicht beim Zaubern. Diese Brille, die ist so hässlich. Ich verstehe, Professor. Ich werde Sie beim Wort nehmen. Gut, Sie müssen die Zauberstabbewegungen präzise ausführen. Ich finde es halt vor allem lustig, Sie wollen doch Ihre Hand weil, behalten. Bei also Professor Garlick im Kräuterkundeunterricht alles, schöne, was sie sagt, ist entweder anzüglich oder rassistisch. Denken Sie daran, der Explosionszauber ist sehr unbeständig. Gemacht. Lassen Sie uns das jetzt in die Praxis umsetzen, ja? Probier an den Kürbissen aus. Hm.
Bombarda! Genau so sollten sie jedes Mal zaubern. Sicher und souverän. Okay. Professor, hätten Sie einen Moment? Ja, worum geht es? Die ist mir zu hässlich. Verzeihung, Professor. Vielleicht später. Na, schon gut. Die hat sich schon echt gefreut. Oh, jetzt ein junger Schüler interessiert sich für mich, aber... wo hab ich denn? Ich würde gerne gucken, ob die... Karte von Hogwarts. Wo hab ich's denn hier? Geheime Räume. Wo ist die dann? Ich würde nämlich mit der Professorin noch mal sprechen. Flussgras. Dann gucken wir mal. Vielleicht schaffe ich das anders. Zaubertränke. Warte mal, hier ist doch der Hof, ne? Gehe ich mal dahin. Ich will mal gucken, ob ich dort Flussgras-Samen finde. Keine Angst, Biscuit. Ich finde schon eine Lösung. Ich habe gehört, dass Sie mit Clementine Schmetterling... Hallo, ich bin gleich für Sie da. Krötenzweig, Flussgrasstamm. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Pflanze und ernte Flussgras. Beschaffe alle drei Kampfpflanzen. Ich brauche noch eine... Ich habe gar keine. So, dann würde ich sagen, muss ich erstmal zum Raum der Wünsche. Im Raum der Wünsche kann ich mir dann angucken, wie ich was pflanze am besten. So, was brauchen wir dann? Olraune, Knöterich. Falsche Topfgröße. Muss in großen Töpfen gepflanzt werden. Warte mal, wie haue ich denn da jetzt noch mal? Revelio. Repar. Beschwörungszauber. Okay, dann machen wir es mal so. Kräuterkunde. Fünf kleine Töpfe, nein. Mittelgroße Pflanzen, große. Thank you.
So, Allround brauche ich tatsächlich auch noch. Mittel- oder großen Töpfen gepflanzt werden. Okay. Budget-Pflanzentisch. Da muss ich noch mal hin. Knöterich, Allraune, Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. So. Garde von Hogsmeade. Wo muss ich denn da hin? Ollivanders. Zaubertränke. Magische Rübe. Schnabel und Blut. Wiesenknecht Sonntagssaat. Wasserwegerich und Knollenblätter zu kaufen bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Alter Magie, Feuer und Sünde. Wo finde ich das denn? Aber in Hogsmeade? Fohlen des Todes. Ach so, das war das. Was haben wir hier? Sprich mit dem Kobold in Hogsmeade. Magische Rübe. Zutaten gemeint. Also handelt es sich um einen Zauberladen. Im Norden von Hogsmeade. Man sollte vielleicht mal die Karte bewegen. Also wenn du eben wegen diesem Pedoblick schon
lachen musstest, dann wird dir die Professor Garlic gefallen. So, ich werde mal ganz kurz nach meiner Ausrüstung gucken. Brille sieht schon echt besser aus, aber die ist natürlich halt von den Werten her am besten, ne? Gut. Entschuldige, tust du mir einen Gefallen? Natürlich, Süße. Hallo. Kann ich irgendwie behilflich sein? Wie geht's dir? Ich bin Zacharissa Tugwood und ich habe ein aufregendes Angebot für dich. Es mag dich überraschen, dass jemand mit meiner offensichtlich angesehenen Abstammung Geschäfte tätigt. Gib dir zwei Goldmünzen und du mir Blowjob. Ich möchte einfach den weniger Glücklichen helfen. Das ist unglaublich nett von dir. Oh, das war noch nicht alles. Ich habe mit einer neuartigen Schönheitscreme experimentiert. Eine Creme, die unsere glorreiche Schule von den hässlichen, fettigen Pusteln befreit, die unsere armen Mitschüler plagen. Aber mir ging die Hauptzutat aus. Bubotubler-Eiter. Sie wachsen allerdings im verbotenen Wald. Wenn doch nur jemand gegen Bezahlung ein paar für mich sammeln würde. Wie in aller Welt hast du festgestellt, dass Bubotubler-Eiter die Haut reinigt? Zaubersprüche taugen nicht für alle optischen Verbesserungen. Ein falscher Zauberspruch kann zum Beispiel die Augenbrauen komplett verlagern, anstatt sie zu verdünnen. Meine liebe und nun ewig überrascht dreinblickende Nachbarin hat das selbst erlebt. Die Ärmste. Ich bin sicher, Schönheitstränken gehört die Zukunft. Ich bin immer auf der Suche nach Möglichkeiten, diese Welt schöner zu machen. Ich dachte, wenn reiner Bubotubler-Eiter Pickel verursacht, würde eine veränderte Form solche Entstellungen rückgängig machen. Und es stimmte. Was genau sind Bubotubler? Ekelhafte Dinger, wirklich. Bedeckt mit Ausstülpungen. Man muss sie quetschen, um den Eiter zu erhalten. Sie stinken übel und bewegen sich wie von selbst. Lecker. Ich würde mich den Dingern nicht nähern, wäre da nicht meine Hingabe zu meinen Mitschülern. Ja, genau. Ich versuche ein paar aufzutreiben, wenn ich die Zeit finde. Prima. Ich würde selbst gehen, aber ich will nicht. Ich brauche nur ein paar Bubotubler, aber die wachsen wild. Also wirst du ein wenig suchen müssen. Unsere pickeligen Klassenkameraden zählen auf dich. Also los! Also wir wollen jetzt die Klerasie für Anfänger. In den verbotenen Wald für Bubotubler? Ich hoffe, es ist das Risiko wert. Oh wei. Hallo. Oh, hallo. Verzeihung, ich bin etwas durcheinander. Ich musste einige spuckende und kneifende Pflanzen tadeln. Das kommt wohl davon, wenn man mehr als vier in einen Topf setzt. Ach ja. Beatrice Green, der Name. Aber Sie dürfen mich Madame Green nennen. Willkommen bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Stoßen Sie die Alraunen nicht an. Wenn es nicht ständig Bedarf an Gegengiften gäbe, müsste ich nicht so viele von den süßen Kleinen führen. Außer natürlich für Flüche und, nun ja, wenn sie versteinert wurden, sind sie natürlich auch richtig. Stoßen Sie bloß nicht die Alraunen an. Bei einer Entwurzelung fallen Sie als nächstes tot um und ich bin nicht in Stimmung, das aufzuräumen. Okay, das ist lustig. Was verkaufen Sie hier? Na dann, schauen wir doch mal, Humor. Was ich im Sortiment habe. Sehr gut, dass Sie den Kobolden eine Abreibung verpasst haben. Oh, dieser versteckte Rassismus hier. Ihre Sachen sind bei mir sicher, bis sie verkauft werden. Dann müssen Sie sich mit Geld begnügen. Samenpäckchen. Ich kaufe von der alten ein paar Samenpäckchen. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. Sie haben es faustdick hinter den Ohren, wie sie die ganzen Kobolde verjagt haben. Kann sein, dass die alte Geil auf uns ist. Meine Tür steht immer offen. Kommen Sie gerne wieder. Das hört sich so falsch an. Da ist eine Truhe.
Warum ziehen die Kräutermädels hier alle so... Oh, 500. Sie haben all diese schwarzen Magier besiegt. Riveli. Kaum zu glauben. Riveli. Es Lumos. Ist ziemlich unhöflich, einfach so in Lolis Haus einzudringen. Ach, ich räum doch nur deine Dingsbums leer. Na dann, schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. Alter, kannst du aufhören, mich anzubaggern? Meine Tür steht immer offen. Kommen Sie gerne wieder. So, dann will ich nochmal zurück in den Raum der Wünsche. Ich brauche irgendwie ein bisschen Kohle. Also richtig Kohle kriege ich nicht, ne? Ich dachte immer so ein bisschen... Bisschen Money habe ich, aber... Legere Schuluniform. Na dann. Dass das ausreicht. Jetzt mit dem Pedoblick habe ich gar nicht mitbekommen, Justin. So, dann komm mal mit, du Motte. Ich hoffe, Sie suchen nicht gerade einen Knüppel. Ich weiß nicht, welche Form ich habe. Sehr, dass Sie den Kobolden eine Abreibung verpasst haben. Oh, die ist ein bisschen... Na dann, schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. So, jetzt muss ich aber schnell zum Raum der Wünsche, muss die Dinger an. Muss sie, wie heißt die Dinger? Einsetzen. Was haben wir denn hier? Chinesischer Graukohl, Lustgras und
Blaukohl, Flussgras und Schrumpelfeige. Ich bin überlegen, den wegzunehmen. So, da fehlt eigentlich nur noch das hier. Ja, das braucht noch 10 Minuten. Das braucht alles auch noch. Das ist soweit okay. Dann würde ich sagen, könnten wir mal in den verbotenen Wald schon gehen. Und mal diesen komischen Eiter für die Alderald rauskriegen, ja. Was geht da oben ab? Hab ich einen Friedhof? Wofür kommst du überhaupt? Lass dir gepinkt. Incendio! Hast du genug? Senio! Was tust du da? Vorwader! Sollte das hier uns gerne einen Angriff darstellen? Dieser Lümmel. Bombarde. Ich brauche auf jeden Fall Feuer. Confrito. Naja, bestimmt wieder. Revelio. Haben die doch schon wieder Hunde gejagt, diese Wichser. Es gibt da kein Straßenköterfell. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Ja. Ist mir auch egal, ich muss nur diese komischen Eiterpickel da sammeln. Ein bisschen Respekt habe ich ja schon vor dem Wald. Die sind nicht böse. Die Zentauren. Ich werde ihnen sprechen. Was ist mit den Zentaurinnen? Ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Bombarda! Alter Schwede, Bombarder und Glacius, echt.
hat was. So, wie lange geht denn die Aufnahme? Oh, schon 1,5 Stunden Aufnahme. Viel zu lange. Ob man die Zentauren jagen kann? Da oben ist auch wieder was. Sieht doch wieder böse aus. Was? Lass hier hoch, Bombarda! Die Viecher. Die haben dir doch bestimmt wieder irgendwas gejagt. Diese blöden Wilderer. Da sieht man doch schon wieder. Binden Stufe 3. Gut. Kann ich dich kaputt machen. Okay. Ist ja schon ein bisschen lustig. Ich habe bei Crackcroft schon ewig keine lohnenswerte Beute mehr gesehen. Dieser kleine Umhang weht. Du enttäuschst mich. Weg mit den Viechern. Revelio. Alohomora. Das lässt doch schön sein. Ach, so alles gut. So, jetzt gehe ich aber mal zurück. Ich glaube, Gegner haben hier mehr als genug. Das
Radikal will ich jetzt nicht unbedingt klatschen. Ich meine, ich könnte jetzt auch mit Besen schneller durch die Gegend reiten, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da zu viel verpasse. Laut Zacharissa sind wir hier richtig. Also wo sind diese Bubu-Tubler? Oh, das riecht grauenhaft. Jo. Zum Glück sind es nur noch vier. Wie? Also das Schneiden ist noch immer besser. Revelio. Ich muss auf jeden Fall noch diese Pustelpickel-Dinger finden. Ich glaube, da sind auch welche drin. Na toll. Ein Troll. Defendo, Bombard. Verfindo. War aber nicht das, was ich gesucht habe. Lecker. Oh, Trollpopel, geil. Da geht mir gleich einer ab. Revelio. Das sollte reichen. Ich sollte besser zu Zacharissa zurück. So, die Frage ist, wo ist sie denn? Ja, ich würde aber sagen, ich mache jetzt Feierabend. Könnt ihr mal sagen, wie ihr das Spiel so findet. Ich starte es jetzt doch nicht so häufig, wie ich sollte und wie ich will. Aber wenn ich starte, dann macht es halt schon Spaß.
Naja. So, jetzt will ich es gerne mal nochmal manuell speichern. Also dann, Leute, hier. Gute Nacht. Ne? Macht's gut. Tschüss.